Und dann kommen wir zu dem Punkt der Freiheit. Und es ist einfach ein vulgäres Verständnis von Freiheit, immer zu denken, Freiheit ist nur rein individuelle Unversehrtheit. Und leider, das muss ich auch mal kritisch sagen, sind es oft diejenigen, die sich besonders laut äußern und die dann auch Grenzen überschreiten auf Demos. Nicht alle, wohlgemerkt, aber Einzelne, die die Privilegien und Vorteile der Freiheit immer genossen haben. Und jetzt, wo sie selbst Einschränkungen treffen, in Form etwa einer Impfpflicht, sehr laut werden.